Das ist Willi. Willi ist eine kleine Samenzelle. Er wohnt in dem Körper von Herrn Braun. Genau hier. Er lebt mit 300 Millionen anderen Samenzellen zusammen. Und sie alle wohnen bei Herrn Braun an derselben Adresse. Beim Kopfrechnen in der Schule ist Willi nicht so gut. Wie viel ist 54 plus 135? 10. Aber er kann sehr gut schwimmen. So wie Bernd. Bald kommt der Tag des großen Wettschwimmens. Willi übt jeden Tag. So wie die anderen 300 Millionen Samenzellen auch. Besonders fleißig übt Bernd. Aber es gibt nur einen einzigen Preis zu gewinnen. Ein wunderschönes Ei. Das Ei wohnt bei Frau Braun. Ungefähr hier. Wenn beim Wettschwimmen 300 Millionen Samenzellen mitmachen, wie viele musst du dann besiegen, um das Ei zu gewinnen? 10. Kopfrechnen kann Willi nicht so gut. Aber er kann sehr gut schwimmen. Endlich ist der Tag des großen Wettschwimmens gekommen. Der Lehrer gibt jedem Schüler eine Taucherbrille und eine Nummer und zwei Schatzkarten. Die erste Karte zeigt den Weg, der aus Herrn Braun hinausführt. Die zweite Karte zeigt den Weg, der zu Frau Braun hineinführt. Als Herr und Frau Braun in dieser Nacht zusammen schlafen, ruft der Lehrer: Los! Und das große Wettschwimmen beginnt. Willi schwimmt so schnell er kann. Bernd auch. Willi schwimmt, als hinge sein Leben davon ab. Bernd auch. Bernd holt auf. Wie weit muss Willi noch schwimmen? Er weiß es nicht. Im Rechnen ist er nicht so gut. Aber im Schwimmen ist er der Beste. Hurra! Das Ei ist hübsch und weich. Willi gräbt sich so tief ein, bis er verschwunden ist. Dann geschieht etwas Merkwürdiges. Etwas Wunderbares. Etwas Magisches. Im Bauch von Frau Braun beginnt etwas zu wachsen. Es wächst und wächst, bis es größer ist als das Ei. Es wächst weiter, bis es zu groß wird für den Bauch von Frau Braun. Und so wächst auch der Bauch von Frau Braun. Er wächst und wächst und wächst, bis ein Baby auf die Welt kommt. Es ist ein kleines Mädchen. Es heißt Edna. Aber wohin ist der kleine Willi verschwunden? Als Edna größer geworden ist und zur Schule geht, zeigt sich, dass sie nicht so gut rechnen kann. 10? Aber sie kann sehr gut schwimmen. So wie Willi. Und in dem Körper von Herrn Braun. Genau hier. Er lebt mit 300 Millionen anderen Samenzellen zusammen. Und sie alle wohnen bei Herrn Braun an derselben Adresse. Beim Kopfrechnen in der Schule ist Willi nicht so gut. Wie viel ist 54 plus 135? 10. Aber er kann sehr gut schwimmen. So wie Bernd. Bald kommt der Tag des großen Wettschwimmens. Willi übt jeden Tag. So wie die anderen 300 Millionen Samenzellen auch. Besonders fleißig übt Bernd. Aber es gibt nur einen einzigen Preis zu gewinnen. Ein wunderschönes Ei. Das Ei wohnt bei Frau Braun. Ungefähr hier. Wenn beim Wettschwimmen 300 Millionen Samenzellen mitmachen, wie viele musst du dann besiegen, um das Ei zu gewinnen? 10. Kopfrechnen kann Willi nicht so gut. Aber er kann sehr gut schwimmen. Endlich ist der Tag des großen Wettschwimmens gekommen. Der Lehrer gibt jedem Schüler eine Taucherbrille und eine Nummer und zwei Schatzkarten. Die
erste Karte zeigt den Weg, der aus Herrn Braun hinausführt. Die zweite Karte zeigt den Weg, der zu Frau Braun hineinführt. Als Herr und Frau Braun in dieser Nacht zusammen schlafen, ruft der Lehrer: Los! Und das große Wettschwimmen beginnt. Willi schwimmt so schnell er kann. Bernd auch. Willi schwimmt, als hinge sein Leben davon ab. Bernd auch. Bernd holt auf. Wie weit muss Willi noch schwimmen? Er weiß es nicht. Im Rechnen ist er nicht so gut. Aber im Schwimmen ist er der Beste. Hurra! Das Ei ist hübsch und weich. Willi gräbt sich so tief ein, bis er verschwunden ist. Dann geschieht etwas Merkwürdiges. Etwas Wunderbares. Etwas Magisches. Im Bauch von Frau Braun beginnt etwas zu wachsen. Es wächst und wächst, bis es größer ist als das Ei. Es wächst weiter, bis es zu groß wird für den Bauch von Frau Braun. Und so wächst auch der Bauch von Frau Braun. Er wächst und wächst und wächst, bis ein Baby auf die Welt kommt. Es ist ein kleines Mädchen. Es heißt Edna. Aber wohin ist der kleine Willi verschwunden? Als Edna größer